So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einer neuen Kritik, denn ich habe mir jetzt die fünfte Welle angeschaut. Der neue Film mit Chloe Grace Moretz und was der so kann, das erfahrt ihr jetzt. Cassie ist ein junges Mädchen und geht auf die Highschool, lebt zusammen mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder Sam in Ohio. Doch eines Tages ändert sich plötzlich alles, denn ein Raumschiff fliegt über die USA und hält sozusagen über ihre Heimatstadt. Und ja, was machen sie jetzt? Denn die Außerirdischen schicken mehrere Wellen, um die Menschheit zu dezimieren, als dann am Ende nur noch wenige übrig sind. Unter anderem auch Cassie und ihr Bruder Sam. Wird Sam entführt von den anderen, so nennen die die Außerirdischen. Und von nun an heißt es, ja, sie muss sich irgendwie alleine durchschlagen und ihren Bruder befreien. Cassie muss dann auch gegen die Außerirdischen irgendwie ankommen. Allerdings ist das gar nicht so leicht, denn die können in Menschengestalt auftreten. Und man kann nur sehr, sehr schwer identifizieren, ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Außerirdischer, und Cassie muss das ja irgendwie bewerkstelligen können. Chloe Grace Moretz liefert hier wieder mal sehr gut ab. Sie schafft die Gratwanderung, auf der einen Seite ein sehr toughes junges Mädchen zu spielen, auf der anderen Seite aber auch ein sehr verletzliches, trauerndes teilweise junges Mädchen zu spielen. Und sonst ist der Cast eigentlich relativ unbekannt. Es gibt wenige bekannte Gesichter. Einer ist zum Beispiel Liev Schneider, den man aus Ray Donovan kennt aus der Serie, aber sonst, der ist auch eine der Ausnahmen, der spielt auch wieder mal sehr, sehr gut, aber sonst ist irgendwie der Cast nicht wirklich bekannt und spielt eher durchschnittlich. Technisch bekommt man hier ein schönes, solides Sci-Fi-Abenteuer, allerdings muss man sagen, dass die Effekte ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Und deswegen komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Die fünfte Welle hatte ein Riesenpotenzial. Auf der einen Seite mit der Geschichte, auf der anderen Seite mit der guten Hauptdarstellerin. Das wurde allerdings nicht ganz genutzt, denn am Anfang des Films und am Ende des Films gibt's Action. Und dazwischen ist es ein bisschen träge, muss man wirklich sagen, denn es schaut sich so wie eine Walking Dead Folge, kann man das fast schon so vergleichen. Man ist nie sicher, aber es ist eine Walking Dead Folge ohne Zombies. So kann man sich das in etwa oder Untote. Es ist, ja, es schaut sich einfach sehr träge zwischendurch. Allerdings wird man trotzdem über die ganze Dauer relativ gut unterhalten. Und das Problem ist aber auch, dass Cassie sich nicht weit genug weiterentwickelt. Denn sie hat ja so einen großen Part, wo sie sozusagen sich entwickeln könnte im Film. Aber es wird nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und wirklich tiefgehend ist das Ganze nicht, was ich sehr, sehr schade finde. Denn sie könnte das definitiv, sie hat das Potenzial dazu. Und das finde ich einfach schade, da wäre mehr drin gewesen. Die Effekte sind soweit in Ordnung, allerdings wirken teilweise schon ein bisschen billig. Da war wahrscheinlich das Budget nicht allzu groß. Trotzdem muss ich sagen, dass mir der Film gefallen hat. Über die ganze Dauer unterhält er wirklich sehr, sehr gut und deswegen kann ich ihn auch nur empfehlen. Ihr müsst allerdings eure Erwartungen ein bisschen runterschrauben, aber dann kann man sich den definitiv gut anschauen. Und ja, damit bin ich am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, vergesst nicht ein Abo da zu lassen und ja, schaut mal auf dem Kanal vorbei. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!